alles scheiße. So oder ähnlich fangen doch die Märchen an, ne? Nee, es war einmal. So fangen die Märchen an. Ja, mein Märchen heute möchte ich aber trotzdem mit diesen unflätigen Worten alles scheiße beginnen, weil, ja, es wäre ja mal wieder zu schön, wenn geplante Dinge, die seit Monaten geplant sind, auch klappen. Aber der Reihe nach. Ich bin auf dem Weg nach Frankfurt am Main. Jawohl. Was ich da vorhabe, das erzähle ich euch gleich. Jetzt gerade speise ich Google Maps mit der Strecke, wo ich hin will, in ein Parkhaus in Frankfurt. Da denke ich schon, boah, ich weiß, normalerweise, wenn ich durchkomme, 2 Stunden 15, 2 Stunden 40. Gucke ich mir die Strecke an. Boah, führt der mich jetzt schön über die 45 nach Frankfurt, ne? Also nicht die 3 über Köln. Ja, was soll ich euch sagen? Es ist Samstag. Wir reden nicht vom Wochentag von Berufsverkehr. Kreuz Leverkusen, obwohl dafür zigtausend Euro dieser neue Überflieger gebaut wurde, nutzt nichts. Stau auf der 1 ab Burscheid. Am Samstagmorgen um kurz vor 9. Kurz um halb 10. Ja, ich bin kein Verkehrsplaner und auch keiner, der Ahnung hat. Aber wenn da eine Brücke ist, wo man eine Engstelle baut, damit die LKWs da nicht durchfahren und man da abkassieren kann, ja, ist das bei der Kompetenz vieler Autofahrer vorprogrammiert, dass sich es staut. Egal, ob so ein Überflieger da baut ist. Aber egal, wir wollen nicht verkehrspolitisch werden. Also fahre ich jetzt hier erstmal 2 Stunden 40. Gut, dass ich früh losgefahren bin. Dann verspäte ich mich nicht. Jetzt kommen wir zu Punkt 2. Warum bin ich denn früh losgefahren? Kann ich euch sagen. Weil das Wetter. Wie immer, wenn ich irgendwas machen will, was aufwendig ist, das Wetter. Ich habe die ganze Woche die Wettervorhersage kontrolliert. Ja. Gestern zuletzt ab 16 Uhr 70% Regen. Ab 17 Uhr 80% Regen in Frankfurt. Heute Morgen nochmal geguckt. Oh, jetzt schon ab 15 Uhr Regen in Frankfurt. Also der Regen wird jetzt noch früher reinkommen. Wir haben Mitte Dezember und man darf nicht erwarten, dass man ein kaltes, klares Winterwetter bekommt. Man kriegt 7 Grad und Regen. Das bekommt man. Warum rege ich mich darüber auf? Ja, weil ich mich heute mit Yuki treffe. Yuki ist ein Model. Ja, und ich folge Yuki schon sehr lange. Ich mag ihre Arbeiten sehr. Dann habe ich sie, ach, ich glaube, das ist garantiert schon ein Jahr her, dass ich sie mal angeschrieben habe, hat mal gefragt, ob sie sich denn vorstellen könnte, mit mir zusammenzuarbeiten. Ja, das konnte sie. Aber sie hat einen sehr straffen Shootingplan, ist aber auch dafür gerne bereit, ja, das Land zu bereisen. Ja. Aber natürlich waren ganz viele Termine im Jahr eigentlich schon weg. So, und jetzt zum Glück hat sich dann herauskristallisiert, dass der Dezembertermin frei wurde. Vor ein paar Monaten hat sich das herauskristallisiert. Der legt sich gleich auf den Apfel. Jetzt versucht hier einer stehen zu bleiben auf seinem Mountainbike. Das zeige ich euch mal eben, ohne sich lang zu machen. Mal gucken. Sag ich doch. Das hat jetzt gehässig, dass ich gelacht habe. Nee, ne? Ja, im November kristallisierte sich heraus, dass möglicherweise ein Fotograf das Appointment mit Yuki nicht, die Verabredung mit Yuki nicht einhalten kann, nicht will, keine Ahnung. Also wurde dieser Termin heute mitten im Dezember frei, wo wir gesagt haben, okay, guck mal auf die Landkarte. Mitte ist vielleicht Frankfurt und ich wollte da eh schon immer ein Porträt-Shooting angehen, ohne mich da überhaupt auszukennen. Plan war, wie ich es gerne mache, Dunkelheit-Porträts. Reflexionen, vorne Lichter, sowas in der Art. Boah, ich habe Angst vor dem Mountainbiker hier, ich habe Angst vor dem. Ah, komm, fahr ab, Junge, fahr ab. Ah, scheiße, ich bin jetzt auch auf der falschen Spur. So, jetzt bin ich den los, weil der sehr enthemmt gefahren ist, kann ich berichten. Ja, Plan war Frankfurt. Ich habe mir überlegt, da so in dem Bankenviertel
da ist bestimmt Glas, Reflexion, alles gut. Yuki fand die Idee auch gut. Sie hat da schon mal geshootet. Commerzbank Tower ist jetzt so eins, ist unser Hauptziel und ich fahre jetzt zu einem Parkhaus. Tja, und dann wurde die Wettervorhersage für diesen Tag, auf den ich jetzt ja, ich will nicht sagen, ja gewartet habe, ja, immer schlechter. Das heißt, das Dunkelheitsprogramm ist jetzt komplett hinfällig, weil es ja ab 15 Uhr schon das Regnen anfangen soll. Ein bisschen Regen packen wir uns nicht vor, aber wenn's, man kann das ja nicht absehen, wie stark es dann wirklich regnet und wie stark es dann nicht regnet. Ja, und das ist halt nicht so schön. Deswegen bin ich jetzt eher losgefahren, was auch wieder gut ist. Ich werde jetzt 13 oder 12.30 Uhr in Frankfurt sein. Yuki kommt, glaube ich, mit dem Zug um kurz vor 12 an. Wir treffen uns dann an der Tiefgarage. Was habe ich mit? Ich habe drei Brennweiten mit, 35, 50 und 85. Und ich mag es nicht so gerne, unvorbereitet in ein Shooting zu gehen. Und das muss ich jetzt. Ich kenne keine Spots. Ich habe hier Ideen, wie Bilder aussehen können. Aber ich weiß nicht, ob die Spots das hergehen. Wir haben Samstag in der Vorweihnachtszeit. Ich war an dem Spot in Frankfurt noch nicht. Ich weiß A, nicht, wie voll wird es da. Ist ja vielleicht noch Weihnachtsmarktalarm. Ich habe keine Ahnung. Weil ich würde ja gerne wieder was Cleanes machen, ne? Ja. Macht nicht gute Laune bei mir. So, das ist doof. Dann hatte ich mir noch Spots auch in der Dunkelheit am Main rausgesucht. 1, 2, 3. Ob wir die alle schaffen, das lasse ich mal komplett dahingestellt. Ja, aber werde ich wahrscheinlich auch wieder nicht machen können, weil die funktionieren für mich nur bei Dunkelheit. Hm. Boah, ihr wisst warum, weil bei Dunkelheit kommt der Regen. Ja, und zu allem Überfluss kann ich jetzt erstmal fast 3 Stunden gurken, um überhaupt erstmal anfangen zu können. Und das sind halt auch Sachen, ja, ich will nicht sagen, die stressen mich, aber das ist, boah, nervig schon. Ja, ja. Und zurück halt auch nochmal. Aber ich sag mal, wenn man das in einem Tesch hat und was Gutes dabei rumgekommen ist, dann ist das ja alles nicht mehr ganz so schlimm, wie es sich jetzt gerade anfühlt. Ich habe sonst als Equipment für B-Roll Osmo Pocket mit. Dann habe ich nochmal so eine kleine Tube-LED mit, falls irgendeine Ecke zu dunkel ist, wo ich nochmal ein bisschen Yuki aufhellen kann. Das ist der Plan. Ja, und ansonsten nur noch die Hover R1, ein bisschen B-Roll, mal gucken. An dieser Stelle muss ich euch auch schon mal vorwarnen. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass ich hier jetzt am Anfang zum Video schon so viel laber. Aber ihr wisst, so, ich dachte, ich hätte jetzt hier gute Varianten gefunden, um den Osmo Pocket während der Fahrt zu benutzen. Der steht jetzt mit dem Dreibein hier, aber da habe ich ihn gerade noch mal gefangen, bevor er runtergefallen ist. Auch geil, wenn man einen dünnen Filter drauf macht. Ich habe jetzt wieder den Mistfilter drauf, um das Bild noch ein bisschen weicher zu kriegen. Ja, er kann sich nicht eindrehen, weil das so knapp bemessen ist. Und dann verkantet der sich immer und dann sagt er hier, Gimbal neu zentrieren. Das ist halt auch, ah, weiß ich nicht, war ja klar, dass es Filter für das Ding geben wird. Da hätte man seitens in der Konstruktion vielleicht ein bisschen mehr Luft lassen können. Aber wer bin ich schon, dass ich DJI da eine Idee gebe. Ja, entschuldigt, dass ich so viel laber. Mir ist auf Fahrten immer langweilig. Das war eine Aussage. Und die andere Aussage ist, ich weiß nicht, wie lang dieses Video wird. Weil, klar, wenn Fotos bei rumkommen, dann seht ihr die in diesem Video. Wenn Yuki, also ich habe Yuki jetzt noch nicht gefragt, weil ich finde es immer, boah, ey, was eine Scheiße, das Ding, ey, kippt doch nochmal um hier. Ich habe Yuki noch nicht gefragt, ob das okay ist, wenn ich ein kleines Video über unser Fotoprojekt mache. Ja, weißt du, wir kennen uns halt noch nicht und da möchte man ungern mit der Kirche da ins Haus fallen. Erstmal ein bisschen kennenlernen und wenn wir, ich sag mal, so ein bisschen, wie sagt man, eine Ebene haben, dann würde ich das nochmal fragen. Arbeit kann auch sein, dass einfach nur Fotos kommen und ich ein bisschen was laber. Also seht es mir nach, wenn dieses Video möglicherweise gar nicht so spannend wird. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt und ich bin noch nicht mal in der Nähe der 45, weil ich jetzt durch die Weltstadt Rade vom Wald geschickt werde. 2 Stunden 21 habe ich noch. Ich werde um 12.28 Uhr da sein. Ja, dann begleitet mich jetzt mal auf dem langen, langen Weg auf der A45 nach Frankfurt. Hier kaputt, Fotofreunde. Also, der Hermes, der parkt gut, aber ich komme hier noch raus, weil ich Kraftfahrer bin.
Ich weiß nicht, ob man jetzt sehen kann, wie lange sich die Schlange hier stapelt, hätte ich bald gesagt. Aber weil man lange wartet, muss man auch scheiße parken. Er leckt mich am Arsch. Jetzt komme ich hier echt nicht durch. Nö, komme ich nicht. Weil Leute bescheuert sind. Jetzt muss ich hier Figuren fahren, um von der Tanke runterzukommen. Ach, Fotofreunde, es läuft wieder. Es läuft wieder. Also, ich dachte, ich tanke mal eben den Boliden, ne? Ja. Also sowas habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ich habe genau 10 Minuten gebraucht, um jetzt zu bezahlen. Ich habe auch sonst nichts gemacht. Keine Ahnung. Ah, vielleicht hatte der Kassierer einen schlechten Tag. Aber auch wieder so, also ich habe schon schlechtes Gewissen jetzt gerade, dass ich meine ADAC-Karte Rabatt abgegeben habe. Nö, da hat jetzt auch einer, der hat jetzt, keine Ahnung, 5 Euro in 10 Cent Stücken noch bezahlt. Die haben alle die Ruhe weg, die Menschen. Naja, so, jetzt wäre ich von hinten fast überfahren. Gebe ich mal Gas. Ja, und der Hermesmann, der hat auch keinen Bock zu arbeiten. Also, was heißt auch? Ich habe Bock zu fotografieren. Ich weiß nicht, ob man auf dem Video gesehen hat, wie er die Ladung da patzig reingeschmissen hat in seinen Karton. Also ich sag mal, wenn da was Zerbrechliches dabei ist, boah, dann möchte ich nicht derjenige sein, der bestellt hat. Ja, und da drin war der auch sehr, sehr unfreundlich zu allen Beteiligten. Aber egal. Ich versuche jetzt durch die Fahrt meinen Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Jetzt ist es 12.39 Uhr. Wie gesagt, und drückt mal einfach die Daumen, dass all das, was hier jetzt so unter schlechten Tralala steht, hinterher sich als gut entpuppt. Und dass es ein tolles Erlebnis ist, tolle Fotos dabei rauskommen, ich ein tolles Model kennenlernen und das Video vielleicht auch toll wird. Ja, Fotofreunde, es ist faszinierend. Nicht, dass die 45 zum Großteil aus Baustelle besteht aktuell. Ich habe das Gefühl, man fährt mehr Baustelle als normale Fahrbahn, zumindest in dem Bereich, wo ich unterwegs war. Nein, nein, jetzt hat man sich entschieden, die Herrschaften, die diese Verkehrsleitsysteme bedienen, hier ist Nebel jetzt. Aufpassen, Nebel, man darf auf der Autobahn, da wo jetzt mal kein 80 ist, weil keine Baustelle ist, auf einmal nur noch 50 fahren, weil es ist so brandgefährlich auf dieser dreispurigen Autobahn, wo Nebel ist. Von mir aus 80 zu fahren oder 100, das ist nicht zu verantworten. Lustigerweise oder erfreulicherweise ist jetzt diese 50 weg. Hier ist immer noch Nebel, aber hier ist es, da hat man, also da frage ich mich auch, welche Expertise muss ich haben, um diesen Verkehrsleitsysteme regeln zu dürfen und da was einzugeben. Ich glaube, das wird auch ausgewürfelt, das kann ich mir ganz gar nicht anders vorstellen. Naja, wie dem auch sei, ich habe jetzt noch gute 30 Minuten. Yuki ist schon angekommen, sitzt hoffentlich in einem Café. Feuchter Niederschlag sehe ich auf der Scheibe, also perfekte Shootingbedingungen, obwohl in Frankfurt der Nebel ja erst später kommen sollte. Meine Laune ist boah, eigentlich scheiße. Ich freue mich so lange darauf und jetzt sind wieder alle Faktoren, die zusammenkommen, die man eigentlich nicht möchte. Ne? Wenn der Nebel sich jetzt wenigstens halten würde in der Frankfurter Innenstadt, dann wäre das natürlich große Klasse, weil dann, ja, dann hätten die Bilder sicherlich einen ganz eigenen Charme und man könnte vielleicht im Nebel auch Dinge ausblenden, die man gar nicht zeigen möchte. Aber ich wette mit euch, nein, nein, wenn ich leider nach Frankfurt reinkomme, ist der Nebel weg. Bad Nauheim, da mache ich bald eine Kur, wenn mich dann alle so weiterhin stresst. Da bin ich nämlich jetzt. We'll be right back.
wird nichts werden. Hier ist Vollalarm in der Stadt. Das ist nicht die Innenstadt. Ich bin jetzt, glaube ich, einmal so gefühlt quer durch dieses Bankenviertel gefahren. Ich habe jetzt so auf Anhieb keinen Spot gesehen, der mich gekickt hat. Püh, aber was ich gesehen habe, waren Menschenmengen. So, voraus ist jetzt die Parkplatzeinfahrt. Ich muss aber zum Parkhaus, ich muss jetzt einmal umrunden. Boah, und jetzt halte ich schon mal Ausschau, ob Yuki schon irgendwo hier steht. Tja. Das wird ein kurzes Videofoto, Freunde. Weil gar nicht, da kommen keine Bilder. Ich wüsste nicht, was ich hier in dieser vollen Stadt... Nee, was soll man da fotografieren? Fällt mir nichts ein. Aber ist egal, ich fahre jetzt erstmal hier in eine Tiefgarage. Wird auch nicht teuer sein, glaube ich. So, neue Baustelle. Der Automat hat kein Parkticket ausgespuckt. Hat gesagt, mein Kennzeichen ist mein Ticket. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Wahrscheinlich muss ich mein Kennzeichen dann gleich eingeben am Automaten, um zu bezahlen oder so. Ja, andere Länder, andere Sitten. Aber gerade schon gesehen, da war eine Tastatur am Automaten. So, komm, hier ist was frei. Auch wenn hier wieder einer von den Kameraden ein bisschen asozial parkt, der aus Düren nämlich. Aber das kriegen wir hin. Ein bisschen weiter ausholen. Dann komme ich hier rein in diese Parktasche. Oder nicht? Doch. So, jetzt mal nicht so ranfahren, sonst haut der mir wieder was eine Macke ins Auto, ne? So, dann schauen wir doch mal. Also, ich muss das Kennzeichen eingeben. So. Ich stehe in dem ersten Untergeschoss. So, und jetzt muss ich nur noch mein Model finden in der Metropole Frankfurt. Da schauen wir doch jetzt mal, wenn wir jetzt hier rausgehen. So, von da bin ich gekommen. Hier ist das Bankenviertel. Ja, hier ist so ein kleiner Platz. Mal schauen wir mal, wo die Yuki denn stecken kann. Handy habe ich nicht vergessen, das ist gut. So, der oberste Punkt, das bin ich. Der unterste Punkt, das ist die Yuki. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier irgendwie zueinander finden. So, Fotograf und Model suchen sich im 21. Jahrhundert. Wenn ich mich gleich nicht mehr melde, dann wollte Yuki nicht mit auf die Aufnahmen. Falls ich mich wieder melde, dann seht ihr die Yuki gleich auch nochmal. Ja, wir gehen schon zusammen in die gleiche Richtung. Also werden wir uns gleich, glaube ich, sehen. Wird wahrscheinlich am Main unterwegs sein. Ja, Fotofreunde, Daumen drücken. Ne? So, Fotofreunde, schaut mal, Yuki ist da. Wir haben uns gefunden, ne? Ja. Genau. Von Süden Deutschlands, das kann man sagen, mehr verraten wir nicht, vom Mitte Deutschlands treffen wir uns jetzt ja, hier in Frankfurt. Und Yuki hat eine Idee, ne? Die Treppen an der Commerzbank, hast du gesagt, ne? Ja. Ja, genau. Ich bin ein bisschen skeptisch, schaut mal nämlich, was hier so an Menschen los ist. Und ich bin ja so ein versnobter Fotograf, ich mag es immer, wenn keine Menschen da sind. Aber Yuki sagt, wir finden schon was, ne? Und natürlich, guck mal, unsere Models für Pflicht, wie immer, mit ganz vielen Klamotten. Wie viele Outfits hast du bei, Yuki? Drei. Ja. Werden wir alle shooten oder kommt drauf an, ne? Das überlasse ich dir. Ich bin wieder, jetzt baut Yuki Druck auf, aber ich kann dem standhalten. Bis gleich. So, Fotofreunde, Yuki ist startklar. Hallo, wir sind jetzt im Vorbeigehen. Ja, das ist noch nicht der Endspot, aber so wie ich jetzt hier stehe, wird Yuki gleich stehen. Wir kriegen Licht von oben, ist wie eine riesige Softbox. Ihr seht schon, selbst mein Gesicht ist jetzt einigermaßen flächig ausgeleuchtet. Und nach da hinten, ich gucke jetzt mal, versuche mal den Gimbal. Ne, zack, das soll so ein bisschen der Hintergrund sein, diese Struktur. Aber das ist ein Warm-up-Shoot, ne Yuki? Ja. Wir probieren mal, ob es geht. Aber ihr merkt, Yuki fängt schon an zu posen. Ich muss loslegen.
Fotofreunde, Yuki hat den ersten Spot mit mir zusammen gerockt. Yuki strahlt schon wieder, wie es die ganze Zeit tut. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil überhaupt nicht an der Performance von meinem Model liegt, sondern einfach an dem Hintergrund. Das war jetzt nicht so, so wie, was ich im Kopf habe. Aber wir haben ja hoffentlich noch ein paar Sachen, die wir finden, ne, oder? Mhm. Optimismus pur. So, wir lassen uns treiben, Fotofreunde. Jetzt war die Idee, Yuki guckt sich den Tannenbaum, obwohl da ist gar kein Tannenbaum drin. Also wir nehmen halt wieder der Klassiker. Oh, warte mal, so muss ich machen, die beiden Glasscheiben. Yuki hat hier gestanden. Kannst du noch mal so gucken wie gerade? Dann zeige ich mal von der anderen Seite, von wo ich geshootet habe. Und zwar so dadurch habe ich geshootet. Problem ist immer für den Autofokus, danke Yuki, für den Autofokus, sobald da hinten Lichter bzw. Lampen und Autos sind, verliert der Yuki. Aber ich bin ja ein fauler Fotograf, ich nehme nämlich die Gesichtserkennung. Yuki ist übrigens auch Fotografin, hat sie mir gerade verraten, aber das ist noch geheim. So, jetzt sind wir an dem Spot, den Yuki ursprünglich auch vorgeschlagen hat. Na Yuki, warte mal, jetzt mal gucken, dass du mit ins Bild kommst. Ich habe eine Idee, du bleibst da stehen, ich bleib da stehen. Dann sind wir gleich groß, das ist nämlich auch schon gut. Das ist Commerzbank Tower, ne? Die hattest du vor Jahren schon mal geshootet? Ja. Und jetzt gerade kam Yuki auf eine Idee. Also normalerweise, wir mögen ja gerne immer diese Fluchten der Treppe. Da haben wir die Yuki gerade hingesetzt, hat sie einen kalten Hintern gekriegt. Aber schaut mal. Ja, jetzt will der wieder auf mich gehen, der Gimbal, aber schaut mal, von unten, also so, ich habe uns in die Nasenlöcher fotografiert, was man ja eigentlich nicht machen soll, aber das sind bisher meine Lieblingsfotos. Yuki ist ja wie immer nett, Yuki, die haben die alle gefallen bisher, ne? Unser Plan ist jetzt, also mein Plan, wir gehen jetzt noch mal einmal hier eine Runde und es gibt das Parkhaus, wo ich mein Auto fotografiert habe und da warst du auch schon, ne? Ja. Warte mal, da, ihr wollt Yuki sehen, nicht mich. Meine die Zuschauer, die freuen sich immer, wenn sie mein Model aussehen und wenn ich jemand, nicht immer nur ich drin bin. So, bevor Yuki noch ganz kalt wird, würde ich sagen, wir gehen eine Runde, vielleicht sehen wir wieder was. Weil bisher, muss ich einfach sagen, da haben wir schon das Beste aus den Situationen hier gemacht. Und der Spot hier an der Commerzbank, der hat mir wirklich am besten gefallen. Also, eine tolle Idee von dir hier so, ne? Yuki hat schon Tee getrunken, habe ich gerade gesehen, ein bisschen weiter, sonst gehst du gleich, ne? In motion, turn off the wheel, cut the power. This lifetime feels like an hour. Touchdown, wheels on the ground. Can only be in one place at a time.
was stuck in Detroit for the night. Wir haben den nächsten Spot gemacht, wenn wir jetzt hier mal nach rechts schauen. Yuki bewacht übrigens meine Kamera, weil Yuki hat gerade gesagt, pass mal auf die Klamotten auf. Wir sind hier in Frankfurt Downtown, da muss man vorsichtig sein. Dir wurde schon mal was geklaut hier, ne? Ja, alles weg. Oh Gott. Aber sie beschützt das mit ihrem Leben. Also, was ich hier ganz kurz erzählen will, hier haben wir eine ganz tolle Glasfassade, die wir jetzt gerade geshootet haben. Der Klassiker. 85 habe ich genommen. Ich habe einmal die Schärfe im Spiegelbild auf Yuki gesetzt, und aber sowohl auch in echt. Störelemente haben wir im Spiegelbild durch die Autos, die da hinten herfahren. Ja, und Lichtsituationen können wir noch mal kurz drüber sprechen. Wir haben gerichtetes Licht. Es kommt von oben kein Licht. Es kommt nur von der Straßenseite durch diese Öffnung. Heißt, man kann, schaut mal, was jetzt mit meinem Gesicht passiert. Flächig. Und wenn ich jetzt weggehe, haben wir diesen Lichtabfall. Wenn ich in diese Richtung gucke, ist eine Gesichtshälfte heller als die andere. Und da muss ich jetzt einfach Yuki mal loben. Sie hat so tolle Haut, da kann man, ist egal. Man braucht gar nicht auf das Licht achten. Das sieht so toll aus. Mich möchte man in diesem Licht hier nicht sehen, und das machen wir auch nicht. Wir gehen jetzt nämlich mal weiter, weil ich habe das Gefühl, jeder Spot wird jetzt ein bisschen cool. Am Anfang war ich ja noch mega skeptisch, und jetzt rennen wir hier so ein bisschen durch die Gegend, ne, Yuki, und finden eigentlich was, oder? Was. Bist du zufrieden? Super. Zwanni gebe ich dir leiden. So, Fotofreunde. Also wir machen uns. Jetzt haben wir diese schöne, wunderschöne Frankfurter Hofeinfahrt mit diesem Sperrmüll, welcher hier steht. Wir wissen selber noch nicht so genau. Yuki hat natürlich wie immer gesagt, oh, ich sag eher, wir wissen das noch nicht so genau. Aber was wir wissen, dass das Regnen jetzt losgeht. Und das ist definitiv zu früh, weil wir gucken jetzt mal. Die Wetter-App hat gesagt um 15 Uhr, und jetzt haben wir 14.30 Uhr. Yuki, was machen wir jetzt? Die Parkhausidee. Also wir gehen jetzt erstmal zum Main, gucken da nochmal. Und zur Not hat Yuki noch einen ganzen Tag. Yuki kämpft, Yuki trinkt gerade. Was trinkst du? Was ist das, Kamillentee? Das ist ein grüner Tee. Oh, grüner Tee, gut. Ja. Hast du Glück, mag ich nicht. So, was haben wir jetzt gerade gemacht? Wir haben Yuki, die hat ja so einen sandfarbenen Mantel an, also so Brauntöne, ne? Und das hat ganz gut zu diesem Laubhaufen da. Wir haben durch Gitterstäbe durchfotografiert. Und jetzt wollen wir, wie schon lange, das Outfit wechseln, bloß ich sehe immer. Das ist also eindeutig meine Schuld, ne? Dass Yuki sich auch ein bisschen aufwärmen kann. Und so, Fotofreunde, das Shooting läuft besser als erwartet. Also das liegt nicht an Yuki, sondern das liegt
daran, dass, also besser als erwartet, liegt natürlich an Yuki, aber ich war ja so negativ voreingenommen und das lag einfach daran, Location, die ich nicht kenne, viele Leute, Samstag und halt kacke Wetter. So, und ich glaube, da ist auf jeden Fall was bei. Montyvon schlägt hier überall an, mit Yuki macht es mir aber auch super einfach. Die liefert einfach an jeder Stelle immer total ab. Sie zieht sich jetzt gerade mal um, weil die Arme friert natürlich ein bisschen. Ich habe gut reden. Aber die Wettervorhersage hat sich bewahrheitet. Wir müssten jetzt ungefähr, ziemlich genau 3 Uhr. Und es fängt leicht an zu tröppeln. Wir gehen jetzt hier die Nizza-Allee durch. Obwohl, hier ist auch ein schönes Framing, sehe ich da hinten gerade von den Bäumen. Vielleicht nochmal das 85er drauf. Ich habe also 35, 50, 85 drauf und eigentlich immer das gleiche. Ich sehe irgendwas und ich probiere es. So machen wir jetzt, also eigentlich haben wir noch eins vor. Wir werden jetzt mal zu dieser, im Westhafen, zu dieser Tankstelle fahren. In der Hoffnung, ja, dass da keine Autoposer sind und dass es schnell dunkel wird, damit wir da Lichter kriegen. Und da ist wohl auch noch ein Parkhaus, sagt Yuki. So, und das Parkhaus können wir dann vielleicht auch nochmal probieren, wenn wir da dürfen. Weil Parkhaus, wisst ihr selber, da haben wir immer ein bisschen gerichtetes Licht. Und das Ganze funktioniert eigentlich immer ganz gut, um das Model einzurichten und Licht im Gesicht zu haben. So. Gibt es noch was zu berichten? Nö. Im Moment bin ich im Shooting-Fieber. Später werde ich dann wahrscheinlich wieder matt sein. So, wir haben uns aufgewärmt. Yuki hat einen Kaffee getrunken. Ich habe eine kalte Cola getrunken. Ja, und jetzt regnet es, ne? Ja. Aber du bist jetzt aufgewärmt ein bisschen. Jetzt wieder warm. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, wir werden jetzt noch was probieren. Jetzt wird die Kamera auch wieder anders. Wir probieren jetzt. Ach, erzähle ich gleich im Auto. So, wir verlassen jetzt gerade das Parkhaus und auch wieder was dazugelernt. Auch wieder was dazugelernt, das ist in die Parkhäuser in Frankfurt. Ja, man kriegt ja keinen Parkschein mehr. So, und jetzt muss ich mich mal eben jetzt orientieren, wo ich den jetzt überhaupt hin will. Okay, der lässt mich rein. Das ist gut. Weil ich glaube, ich weiß, wo ich hin will. Also, was ist der Plan? Yuki ist übrigens auch mit dabei, aber die kriege ich jetzt nicht mit ins Bild. Nicht böse sein, Yuki. Hallo, genau. Plan ist jetzt, die Main-Seite zu wechseln. Kann ich hier gerade ausfahren? Kann ich. Ja, guck mal, hier fahren wir jetzt drüber. Und jetzt regnet es natürlich. Ne? Jetzt wären natürlich Lichter der Stadt ganz schön. Da, wo ich zuletzt Wildlife gemacht habe. Und da hatte ich ja nur eine olle Gans. Und jetzt habe ich Yuki. Da, ne, Yuki ist hinter denen, da seht ihr. Sie ist auch da auf jeden Fall. Mein Gebimsel hier, warte mal. Wenn ich das abmache, guck mal, schaut mal. Da ist, oh, jetzt verliert, ist egal. Du bist nicht böse, ne Yuki, wenn du jetzt nicht zu sehen bist, überhaupt nicht. Aber die Kamera hat sich jetzt hier komplett abgeschossen. Da ist keiner. Motiv verloren, da sind die Motive. Zack. So, genau, du guckst genau zwischen dem Mannequin da durch. Ja, wir queren jetzt den Main. Der Padawan ruft an. aber das Wetter wird nicht besser. Und ich gucke jetzt gerade nach rechts. Das, was beleuchtet sein soll, ist nicht beleuchtet. Weil die Überlegung war da, wo ich zuletzt Gansporträts gemacht habe, vor den Gänslein. Yuki hinzustellen, aber wenn da nichts beleuchtet ist von der Skyline, ich fahre jetzt einmal hier noch nach rechts. Darf ich hier rechts fahren? Nein, hier darf ich nicht rechts fahren. Was macht er hier? Was ist sein Auftrag? Ja, Hupen hilft. Aggressive Affe. So. Oh, ist auf Kamera. Der hinter hat gehupt, aber ich kann nichts dafür, ein Verkehrshindernis ist. Also, wir drehen jetzt mal und gucken mal auf die Skyline. Und wenn das nichts wird, dann fahren wir mal Richtung Osthafen. Aber das regnet da, boah, weiß ich nicht, da werden die Haare von Yuki nass und ich und alles. Aber wir haben noch die Tankstelle. Aber vielleicht ist das jetzt auch schon der letzte Spot. So, bis gleich. So,
Was macht ihr so? Ja, romantisch hier im Regen. Da sind die Gänse. Da sind die Kanada-Gänse. Also, wir geben alles, vor allem gleich Yuki. Warte mal, ich muss mal die Hand wechseln. So, schaut mal. Da ist da hinten. Ich freue mich schon wieder so, dass ich gar keinen ordentlichen Satz hier rauskriege. Also hier war ich letztens bei Dunkelheit. Wir waren weiter da vorne bei Dunkelheit, Yuki. Aber gut. Lichtsituation. Hinter uns sind Laternen. Wenn ich im Lichtschatten der Laterne mein bezauberndes Model, das ist diese Dame, platzieren kann, ruhig auch gerne mit Regenschirm. Oder wir machen das unter der Brücke. Das könnte man natürlich auch machen. Dann sehen wir vielleicht die Skyline in diesem Regenwetter. Also ihr seht, das ist wieder Hardcore-Entertainment at its best. Ja, noch lachen wir, ne, Yuki? Wow, ey, das ist... Oh, jetzt wird es auch noch ein bisschen mehr. Aber ich habe eine Idee. Wir shooten unter der Brücke, Yuki. Dann werden wir nicht nass. Das ist die Hoffnung. Ja, drück die Daumen. Guck mal hier, Schirm, alles, ich weiß gar nicht. Und ich habe nur das 50er-Ding mitgenommen. Ja, wir gucken mal. So, Idee, glaube ich, funktioniert ganz gut. Jetzt müsste es ein bisschen weniger regnen und ich glaube, ein bisschen mehr dunkler sein. Ne? Genau. Und das war gerade, der Spot war kontaminiert von, wir sagen, wie es ist, Gänsekacke. Ne? Und das war da total rutschig, war das da auch noch. Aber gut, ich habe dann einhändig den Mantel von Yuki gehalten. Yuki ganz tapfer im Pullover, auch noch schulterfrei. Geht's noch von Temperaturen? So, und wer für die Glitschigkeit zuständig ist, na klar, ihr wisst, wer ich bin. Ich bin der Gänsefotograf und da zeige ich euch die Graugänse. Da sind sie überall, ne? Habt ihr Bock zu shooten, Freunde? Ja, haben sie. Aber heute seid ihr nicht dran, weil heute habe ich die Yuki. Oh, mit der Brücke. Oh, ich sehe schon wieder was. Ich sehe schon wieder was, Fotofreunde. Einen Spot machen wir noch. Warte mal, ich versuche euch das mal zu zeigen. In eine andere Richtung. Schaut mal, jetzt ist noch diese Brücke so ein bisschen im Anschnitt. Ja, aber Yuki darf gleich den Schirm behalten, oder? Ja. Und ich habe auch kein Parkticket gezogen, fällt mir gerade ein. Also allzu lange werden wir jetzt hier nicht unterwegs sein, aber jetzt wird's gerade cool. So, jetzt habe ich schon über 5 Minuten erzählt, aber die Kamera nicht angemacht. So, deswegen nochmal die Frage an mein bezauberndes Modell, die Yuki. Kälte, Yuki, wie ist es? Geht noch? Kein Problem. Kein Problem? Ja. Deswegen hast du auch extra einen Pullover heute an, wo nochmal die Schultern frei sind, ne, oder? Also, es ist gerade mal richtig geil hier, schaut mal. Da Skyline und weil Weihnachten ist, darf man sich ja was wünschen, ne? Ist ja so, Yuki, oder? Weißt du, was ich mir wünsche? Dass wir uns hier nochmal treffen
im Sommer, wenn es wärmer ist und es nicht regnet und dann es richtig dunkel ist. Hättest du da vielleicht Lust zu? Ja, sehr, sehr gerne. Was soll sie jetzt auch sagen, ne? Habe ich ja nur so formuliert, dass sie jahrelang kann. Doch. Also, wir machen jetzt nochmal Folgendes. Wir fahren jetzt nochmal zur alten Tankstelle und gucken mal, wie es da so aussieht, ob da die Autoposer sind. Und wenn da keine Autoposer sind, dann shooten wir da noch ein bisschen und dann bringe ich die Yuki, glaube ich, zum Bahnhof, weil ja, das Wetter wird nicht mehr besser. Ist das ein Plan, Yuki? Dankeschön. Wir sehen uns. Sehr gut. Wir haben es geschafft, Yuki hat es geschafft, aber jetzt muss ich Yuki am Ende des Videos noch eine Sache fragen. Mal sehen, ob sie da eine Antwort drauf hat. Komm schnell, genau, du ja, darfst auch. Warte, du musst einmal mit ins Licht kommen, auch wenn wir kurz nass werden. Jetzt ist auch egal, ne? Welcher von den Spots, die wir jetzt gemacht haben, würdest du sagen, nachdem wir die Fotos gesehen hast, ist dein Lieblingsspot? Oh, der Banktreppe von Commerzbank Tower? Ja. Hier? Ja. Und dann noch der, wo nach Glühwein gerochen hat. An Stimmt, der Brücke. Ja, an der Brücke. Brücke, ja. Und ja? Da sind, wir waren uns nicht bei allen Bildern einig, aber da bin ich mir auch einig. Also das war, würde ich auch sagen, sind meine Favoriten. So, damit du nicht länger frieren musst, darfst du schon einsteigen. Und ich komme jetzt gleich dazu und werde Yuki. Genau. Liebe Zuschauer, ich mache gleich nochmal ein kurzes Feedback, aber Yuki sagt, glaube ich, jetzt schon mal Tschüss, weil ich bringe sie jetzt zum Bahnhof, ne? Dankeschön. Tschö. Tschüss. So, Fotofreunde, ich bin jetzt hier mitten im Moloch und zwar am Hamburger Hauptbahnhof. Ich habe die Yuki jetzt gerade zurückgebracht. Ich war direkt am Hauptbahnhof, war ich glaube ich noch nie, aber ihr seht, was los ist. Ne, seht ihr jetzt nicht. Die Leute rennen jetzt hier mitten über der Straße. Ja, danke, dass ihr Platz macht, ihr Agenten. Da, wo ich Yuki zuerst rauslassen wollte, dachte ich so, oh, aufgepasst, ey, die rennen hier einfach. Über die Straße. Ist scheißegal. Naja, das ist egal. Mal sehen, ob ich jetzt hier falsch fahre oder richtig fahre. Bei Rot rüber, ja, ist hier eine Scheiße unterwegs. Ey. Ja, weil puff, ne? Hier fahren wir jetzt mal schön. So, und ja, das Navi lotst mich aber jetzt einen guten Weg. Ja. Warte, ihr kriegt ja mal ein paar Rotlicht-Inspekt-Info. Wie heißt denn das? Impressionen. Ja, aber hier ist der Puff schon vorbei, der ist jetzt hinter mir, habt ihr ein bisschen Pech gehabt. So, mal gucken. Also, ja, jetzt hat mich das Gesichtserkennung wieder nicht. Jetzt doch, guck mal hier, da ist mein Apfel. Ah, Osmo, da musste glaube ich noch mal ein bisschen besser werden. So, jetzt hat er mich wieder. Ich ziehe immer gerne nach so einem Shooting ein Fazit. Und ihr wisst, wie meine Laune war. Jetzt fahren die mir gleich hier in die Karre bestimmt. Ich muss mich jetzt mal gerade kurz auf einmal ein bisschen plötzlich konzentrieren. Meine Güte, was ist denn jetzt hier los? Samstagabend am Hamburger Hauptbahnhof. Hamburger Hauptbahnhof, Frankfurter Hauptbahnhof. So, jetzt muss ich hier wieder abbiegen. Wow. Also man muss hier echt, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Weil die Leute, die interessiert jetzt nicht, ob eine Ampel grün ist oder ob sie nicht grün ist. 2 Stunden 20 jetzt nur nach Hause. Vorhin waren es ja, glaube ich, 2 Stunden 45. Das heißt, die Bahn wird frei sein. Jetzt hier rennt der nächste wieder über die Straße. Alter. Die Leute sind Panne. Ihr habt jetzt gehört, wie ich den angehut habt. Ich glaube, das war ein Obdachloser, was jetzt nicht schlimm ist. Komplett schwarz gekleidet, rennt hier einfach über die Straße. Okay, zurück zum Shooting.
da wollte ich euch noch sagen. Also, ich hatte das Gefühl, dass Yuki einen guten Job macht und die hat sowas von abgeliefert, die Yuki, ganz toll. Beseelt bin ich. Dadurch hat sich jetzt der Aufwand gelohnt, nach Frankfurt zu fahren, 3 Stunden hin, jetzt gleich nochmal 2,5 zurück. Wir haben jetzt 17.31 Uhr, losgefahren bin ich um 10 vor 7 Stunden, hab ein bisschen Hüngerchen. Wir haben gerade Fotos mal so ein bisschen durchgeguckt. Ihr wisst ja immer, wie es ist. Abgerechnet, sagt der Padawan ja auch schon immer, wird später am Rechner. Aber ich glaube, für die Umstände, die wir hatten, war das absolut in Ordnung, was bei rumgekommen ist. Ich habe auch, genau wie Yuki, einen Lieblingsspot, glaube ich, von unten nach oben an der Commerzbank. Oder nicht Commerzbank, ist das falsche Wort. Lässt du mich rüber? Ja, danke. Doch, Commerzbank Tower, glaube ich. Also das hat mir am besten gefallen. Und natürlich hinten am Mainufer, hinten raus, wo es dunkel wurde. Leider war der Regen zu stark und naja, bei allem Bock, finde ich, muss man dann auch noch ein bisschen, na, ich will nicht sagen verhältnismäßig vorgehen, aber ich glaube, Yuki ist einfach auch ein sehr höflicher Mensch und die hätte nicht gesagt, pass auf, Affenkopf, jetzt ist mal gut. Aber ja, ich denke, da ist auf jeden Fall was bei rumgekommen, gerade am Mainufer und jetzt am Ende an der alten Tanke auch nochmal. Wir haben jetzt schnell gemacht, das heißt, man hätte vielleicht noch ein bisschen am Licht fallen können, am Posing, aber bei den widrigen Umständen möchte man irgendwann nochmal fertig werden. Fertig werden ist ein gutes Stichwort. Wenn ihr zu irgendwelchen speziellen Einstellungen von irgendwelchen Fotos, die ihr jetzt gesehen habt, Fragen habt, Fotofreunde, dann fragt. Ich würde sagen, boah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich habe jetzt gerade überlegt, mit welcher Brennweite ich am meisten gearbeitet habe. Ich glaube, am wenigsten habe ich mit dem 85er gemacht. Habe ich wirklich mit dem 50er am meisten gemacht? Ich kann es nicht bezeichnen. Ich blende an dieser Stelle mal ein. Reminder an mich. Alle Fotos, die übergeblieben sind, die jetzt technisch kaputt sind oder vom Anschnitt mir nicht gefallen haben, mache ich jetzt hier eine Tabelle hin. 35, 50, 85. Mein Votum wäre, am meisten mit dem 50, am zweitmeisten mit dem 35, am wenigsten mit dem 85. So. Das war es jetzt aber wirklich. Ihr merkt schon, was hier wieder passiert. Ich bin wieder geneigt, viel zu labern, weil ich noch einen langen Weg vor mir habe. Aber nein, 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 nein. Das machen wir jetzt nicht. Ich muss, nee, hier muss ich abbiegen. Muss ich hier abbiegen? Ja, die Verkehrsführung ist hier jetzt nicht so ganz. Ah, hier waren wir heute auch schon mal. Ja, schaut mal, was hier los ist jetzt. Das zeige ich euch mal. Und wenn ich jetzt auf der falschen Spur bin, dann bin ich am Arsch. Ja, jetzt geklatscht. Da bin ich, sage ich mal, ganz frech. Besser bei denen als bei mir. So, da darf ich hin. Ja, alles richtig gemacht. Ja, Fotofreunde, es war mir eine Ehre. Bis bald.